Es ist an der Zeit, komischer Dialekt, ich weiß, es ist an der Zeit, dass wir weitermachen hier mit Elex und uns der Hauptmission entgegenstellen. Überlebenswahrscheinlichkeit extrem niedrig. Der Plan ist, mit ihm zu reden und dann Richtung Höhle, weil dort, glaube ich, ein Elexitor Rüstungsteile rumliegen sollte. Der junge Elexitor, von dem du sprachst, wurde beseitigt. Ja, das ist auch besser so. Er hätte uns gefährlich werden können. Offenbar hast du ganze Arbeit geleistet, Commander. Die Vorbereitungen für den nächsten Vorstoß in Richtung Eispalast sind damit getroffen. Der Hybrid müsste mittlerweile gemerkt haben, dass ein neuer Gegenspieler existiert. Sein Hauptinteresse galt ja bisher Edan und den Magiern der Berserker. Ich habe nie wirklich verstanden, wie ein paar freie Menschen so viel Aufruhr bei ihm verursachen konnten. Du solltest das doch am besten wissen, Jax. Hattest du nicht von ihm selbst den Auftrag, den Pilger Thorald zu finden und ihm sein Wissen über das umgekehrte Elex zu entreißen? Ja, aber vor Vollendung des Auftrags wurde ich abgeschossen und anschließend exekutiert, wie du weißt. Trotzdem ist der Auftrag immer noch nicht erledigt. Thorald wurde immer noch nicht von den Alps gefunden und das umgekehrte Elex, das die Berserker Mana nennen, ist immer noch die größte Bedrohung für den Hybriden. Vielleicht ist der Hybrid ja auch gar nicht die Wurzel des Problems. Du bist immer noch nicht davon überzeugt, dass du für die richtige Seite kämpfst? Du wirst eine Entscheidung treffen. Es wird davon abhängen, wie sehr du der Kälte nachgibst. Wie auch immer, Thorald ist der Schlüssel. Sein Wissen könnte über Sieg oder Niederlage in diesem Krieg entscheiden. Es heißt, dass Thorald kurz davor ist, das umgekehrte Elex replizieren zu können. Und wenn schon? Nun, wir haben bisher angenommen, dass die Menge von Elex hier auf Magalan eine feste Größe ist. Stell dir vor, was passiert, wenn Thorald in der Lage ist, mehr umgekehrtes Elex zu erzeugen, als seine Feinde an reinem Elex fördern können. Ja, richtig. Die Berserker könnten sich zur stärksten Macht auf Magalan erheben. Leicht vorzustellen, was sie dann mit unserem Volk machen werden. Der Eispalast würde fallen und alle Alps werden vernichtet. Das dürfen wir nicht zulassen. Ja, und die Outlaws werden vertrieben und die Berserker verwandeln sich in Discount Outlaws, Outlaws für Arme. Das Risiko würde ich eingehen. Ich sehe schon, du hast scheinbar zu viel Zeit mit den freien Menschen verbracht. Besinne dich auf das Wesentliche, Commander. Du musst deinen alten Auftrag endlich erledigen und Thoralds Wissen sichern. Das Schicksal von uns allen hängt davon ab. Bisher war deine Unterstützung nicht viel mehr als Worte. Ich will erst sehen, dass du nicht zahnlos bist, bevor ich den nächsten Auftrag von dir entgegennehme. Zeig mir deine Armee. Wie du willst. Du sollst wissen, mit wem du es zu tun hast. Mutanten. Verunstaltete Kreaturen, die dem Elex-Konsum zum Opfer fielen. Nur diejenigen, deren Geist stark genug ist, halten dem Verfall und Wahnsinn stand, den es jedem Konsumenten bereithält. Zaddom hat einen Weg gefunden, sie zu bändigen und zu kontrollieren. Seelenlose, aggressive Soldaten, die für ihren Anführer in jede Schlacht ziehen und bis in den Tod für ihn kämpfen. Hatte ich jemals ernsthafte Zweifel an Zaddoms Macht? Also werde ich seinen Plan weiter verfolgen. Er scheint meine beste Option zu sein. Offener Ich muss Krieg. zurück nach Edan und dem Pilger Thorald meine Aufwartung machen. Ich muss meine alte Mission zum Abschluss bringen und Thoralds Wissen erbeuten. Ich brauche etwas Handfestes, bevor die Alps zurückschlagen und die Länder mit ihrem Krieg überziehen. Okay. Das ist überzeugend. Dann geh jetzt und erledige endlich deine alte Mission. Neue Ausrüstung, Commander. Danke, Crony. Das war's, sonst nichts. Hupfen. Wie schaffst du es, dass die Mutanten dir folgen?
Sie haben immer noch nur das eine im Sinn, seit Sie zu diesen Kreaturen geworden sind. Elex. Ihre geistigen Kapazitäten reichen nicht für komplexe Gedankengänge. Sie bekämpfen mich genauso wie jeden anderen, der Ihnen in die Quere kommt. Aber ich weiß jetzt, wie man Sie leitet. Ich kann Ihnen einsuggerieren, an welchem Ort Sie nach Elex suchen sollen. Das macht Sie wenig kontrollierbar im Einzelnen, jedoch gnadenlos effektiv in der Masse. Bring es mir bei. Nein. Du hast deine Aufgaben und ich habe meine. Wenn die Zeit gekommen ist, wird jeder seine Karte ausspielen. Wo wird dein Platz sein, wenn der Hybrid besiegt ist? Es ist nicht nur ein Krieg gegen den Hybriden allein. Sollten wir gewinnen, werden die Elexitoren umdenken müssen. Und wenn sie uneinsichtig sind? Dann tragen sie die Konsequenzen. Das heißt, wir schlachten sie ab, ja? Wenn das der Weg ist. Wer übernimmt dann die Führung der Alps? Die Zeit wird zeigen, wer am Ende des Krieges noch dazu imstande sein wird. Du weichst mir aus, Zardom. Wer? Nenn mir einen Namen. Du verschwendest unsere Zeit, Jax. Besser für uns alle, wenn du dich auf deine Aufgaben konzentrierst. Was genau soll ich mit Thoralds Wissen anfangen, wenn ich es einmal habe? Zuerst müssen wir dafür sorgen, dass es nicht mehr in den falschen Händen ist. Dann werden wir prüfen, wie wir es gegen den Hybriden einsetzen können. Stell dir vor, was passiert, wenn wir ihn mit umgekehrtem Elex füttern. Dazu müssten wir aber erst nahe genug an ihn herankommen. Ja. Nein. Oh, danke. Sehr großzügig von dir. Oh, ich schlaf? Nein, ich brauche keinen Schlaf. Deswegen sind die Augen noch so schön rot. So. Was ist der schnellste Weg zu meinem Ziel rüber? Den Fluss entlang, die Gefrorenen. Hier. Was habe ich für Loot und Ausrüstung? Solche Sachen halt. Eine Drohne und eine Machtwelle habe ich noch mit, die ich dann wahrscheinlich aufbrauchen werde. Vielleicht dann echt verfehlt. Eine Ausdauer. Ah, da haben wir mehr Jungs hier. Warte, habe ich eine Drohne unabsichtlich eingesetzt? Oh Gott, ich dachte, der geht auf Kroni. Verdammt. Verdammt. Okay, ich will doch schlafen. Und merklich Mana reinsetzen. Auf den nächsten. Ja, setzen wir uns Mana rein. Setzen wir uns was mit Mana rein. Bester Wurf. Auf der Machtwelle. Den fetten Fight hole ich mir dann im Bett. Den fetten Fight hole ich mir dann im Bett. Dann die letzte Drohne. Überlebenswahrscheinlichkeit im kritischen Bereich. Das bleibt doch. Oh. Energiespeicher, okay. Das Loot am Dach. Einfach ein Typ da oben auch umhocken. Oh, habt ihr den Dodge gesehen? Er geht auf Brony, okay. Brony regelt schon. Oder Crony? Nein, Crony regelt nicht. Dann langer Fluss zum Entlangrennen.
Yeah, I saw it. Das Wolf ist gerade ein bisschen nutzlos gewesen. Über dann, wo mein Stein geworfen werde, ich ins Hauptmenü gehen wollte. Oh boy. Damn. Eiswurf. Verdammt. Das ist keine Unterstützung in dem Fight. Beide meiner Mates sind nicht da. Dodgen müssen. Was macht mein Team? Ronny, scherz dich. Ronny. Mitkommen. Ein bisschen neigen aus, wo das mich hinführt. Wasserrutsche! Oh. Okay. Das geht nicht schnell. Da war ich auch noch nie. Ah, jetzt kenne ich mich aus. Ich noch nicht. Sind einfach nicht Gegner, die ich noch killen muss. Da habe ich die gekillt. Ausgelotet. Messe hohe Einsturzwahrscheinlichkeit. Natürlich gibt's die. Nein, anscheinend habe ich da alles gekillt. Bett. Okay. Nehmen wir uns die Hülle vor, die gefährliche. Oh. Ist echt gefährlich. Umgebungsscan eingeleitet. Hohes Unrataufkommen erkannt. So, wo war das Ding? War nicht unter mir, oder? Nein, da ist auch eine Höhle. War irgendwo unter mir. Karte. Karte sagt hier drüben. Let's just go down. Oh, hey dude. Halb tot. Was bin ich darin gestiegen? Gestiegen? Gestießen. Fleisch bin ich gestießen. Krüge, oh yeah, my favorite. Was nicht? Nein, nein, auf den. Oh. Was ist denn hier abgegangen? War da noch was? Bisschen Schrott und setze Brötchen. Also Schrott. Das war ein epischer Fight, wie es ausschaut. Ein Speer, yay! Ich schätze, die Alps haben gewonnen. Da gibt es weniger Leichen von denen. Alprüstung habe ich keine gefunden. Das ist meine Höhle. Nein. Nein, das ist nicht meine Höhle.
Scheiße. Was soll ich wohl machen? Nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen werde ich, weil ich Mitleid habe. Also, den Fluss hinauf. Oder den Weg einfach entlang. Gehen wir den Fluss hinauf hier. Dort ist meine Loothöhle wahrscheinlichst. Oder auch nicht. Ich selber quick safen. Keine wichtige Pflanze. Ach, das ändert. Oh Gott, null Progress. Null. Das wird gestorben. Verdammt, den habe ich nicht mehr gesehen, den Beißer. Weiter rauf da. Oh, Spinnen auch noch. Das ist meine Höhle. Sollen wir die Spinne zu ignorieren, das wird sowieso fett genug hier gekämpft. Ist Spinne. Okay. Da waren zwei Nachtschattenjäger. Und nur Nachtschatten. Oder Schattenjäger. Die habe ich vernichtet. Die sind auch noch weg. Dann wischen wir mal, ob sie es hier draußen haben, das Halbrüstungsteil. Cool. Nein, die brauchen wir nicht. Das ist kein Wrestling-Match. Schlafsäcke haben wir genug. Ah, oh, die sind ja nicht sehr auffällig, die Halbrüstungsteile. Also es kann ja auch immer sein, dass ich die übersehe. Ah, diese Rüstung hat er, diese Höhle hat er gesagt. Oder ist geschrieben gewesen. Dass dort mein Alpsrüstungsteil ist. Und wie ich weiß, ist der Kampf hier drin ein bisschen episch. Oh. Deswegen. Kann ich hier nichts reinhauen? Ich kann es mal mit Highground probieren. Zuerst mal Tränke. Ertrag. Nochmal zuerst speichern. Vielleicht hilft mir der Highground hier echt. Könnte ja sein, könnte ja sein. Das ist sehr schön. Ich weiß nicht, was ich brauche. Ein Topf. Hülsensuppe, starke Knochen, grün, super, sehr schön. Keine Muni, keine Muni. Nutzlos. Goddammit. Goddammit. Gegner haben mich gesehen. Zu das Haus, ich kann den Highground benutzen ziemlich gut. Highground Advantage. Das sind meine Mana-Tränke. Oh! Oh! Was sind Mana-Tränke? Hab ich Mana-Tränke gesagt? Nein, natürlich. Drohnenkontrollen meine ich. Drohnenkontrollen habe ich gesagt. Richtig.
Slugbeast ist down. Ich habe einen Safe Frame, wenn ich schon so weit bin. Bleibt es. Gute Arbeit, Team. Von Crony. Hab ich das gedodged? Wie habe ich das schon wieder gedodged? Ronny, kannst du ihn ablenken ein bisschen? Was ist, wenn sie ja automatisch anzielen? Hey! Oh, ein bisschen Elex. Ja, nehmen wir. Müsste ich schon kriegen auch. Verdammt, ich brauche Mana-Tränke. Die machen gerade nicht viel besser. Okay, mal schauen, ob ich da noch meine Elixatoren-Rüstung bekomme. Und ganz genau haben sie es ja nicht beschrieben in der Beschreibung, wo alles liegt. Irgendwie kommt es mir nicht besser vor mit der Fackel hier. Auch ein was kleine Elex. Die Fackel aufnehmen. Hey, Elex-Beutel. Verdammt, das war er nicht. Ah, warum sitze ich da oben? Das Ding wieder mit. Ich sehe gerade gar nichts. Nur Magnesium-Fackeln. Hätte ich gar nicht gebraucht hier drinnen. Okay. Ich sehe keine Elixatoren-Rüstung. Nur Magnesium-Fackeln. Wo spuckst du mich jetzt aus dann? Wo spuckst du mich aus, Spiel? Damit. Ja, sehr gut. Okay. Da habe ich es zwar markiert, da war mal nichts. Höhle. Ah, wusch einfach raus. Ich sage, da Mitte muss ich auch noch. Gehen wir zuerst mal zu den. Das sehr kann. Schauen, ob es da noch was Neues gibt. Scanner Struktur. Abgeschlossen.
Dieses Gebäude besitzt 45 Räume, 15 Wohnungen. Davon 7 Wohnungen gut bewohnbar, 6 Wohnungen unbewohnbar zerstört, Rest teilweise bewohnbar. Danke, Krone. Danke. Gibt's was Neues, Mann? Unser Zorn sollte nicht geweckt werden. Nein, gibt's nicht. Okay, dann gehe ich Sachen verkaufen mal hier. Peace out!